Hallo zusammen bei Irisch Gut bei den Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute sind wir unterwegs auf einer der schönsten und längsten Küstenstraßen der Welt, auf dem Wild Atlantic Way. Der führt auf einer Länge von 2.500 Kilometern an der Westküste der Insel entlang. Und wahrscheinlich kennt diese Wahnsinnsroute kaum jemand besser als Margaret Jenkins. Die lebt in Galway, also quasi auf halber Strecke, und sie kümmert sich dort um die Vermarktung des Abschnitts zwischen Galway, Clare und Limerick. Und in der heutigen Folge von Irisch Gut stellt sie uns unter anderem einige ihrer Highlights vor. Den Wild Atlantic Way gibt es seit 2014 und er hat nicht lange gebraucht, um zur beliebtesten Strecke auf der ganzen Insel zu werden. Seid ihr soweit? Dann kommt hier die neue Folge von Irisch Gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Der Wild Atlantic Way beginnt oder, man kann ja auch von der anderen Richtung kommen, endet in Kinsale. Das liegt im Süden der Insel, ein paar Kilometer südlich von Cork. Anschließend führt er dann ein Stück weit nach Westen und folgt dann der kompletten westlichen Küste Irlands bis hinauf nach Marlinhead in Donegal. Und wenn ihr euch jetzt fragt, das sind doch nie und immer 2.500 Kilometer, wie kann denn das sein? So groß ist Irland doch gar nicht. Dann schaut einfach mal kurz auf eine Landkarte. Da kann man nämlich schön sehen, dass es auf der ganzen irischen Insel so gut wie kein Stück Küste gibt, das kerzengeradeaus verläuft. Immer und überall gibt es Buchten und Einschnitte und Vorsprünge und Halbinseln. Es gibt Kehren und Kurven und Ecken und Kanten. Und so kommen dann am Ende tatsächlich die 2.500 Kilometer zusammen. Und genau das ist es ja auch, was eine Reise an der Küste so aufregend macht. Dass es hinter jeder Kurve komplett anders ausschaut und dass man alle 5-6 Minuten komplett neues Panorama hat und natürlich auch alle 5-6 Minuten anhält und aussteigt und Fotos und Selfies macht. Ja, hat die Margaret gesagt, das sei absolut faszinierend, wie vielseitig die Westküste Irlands sei. And that's what's wonderful about this landscape. I can be up in rugged Connemara. It's absolutely fabulous, really wild scenery. And then go down to the Burren, where it's this stone backdrop of, you know, flora, fauna. Only probably an hour's drive away from each other, but completely different scenery. Mm. What I think does combine it is it's a different kind of wildness. Ja, das stimmt, was Margaret da gesagt hat. Die Landschaften am Wild Atlantic Way sind tatsächlich völlig unterschiedlich. Sie hat als Beispiel ja Connemara und den Barren hervorgehoben, aber genauso gut könnte man natürlich die Dingle Peninsula nehmen oder die Küste bei Westport oder die Ecke um Cork oder die Arran Islands. Es sieht immer komplett anders aus, aber überall wunderschön. Wir kommen da gleich nochmal drauf, aber ihr habt das bestimmt längst geahnt. Die Strecke ist nicht dafür gedacht, dass ihr die in 2 Wochen Urlaub komplett von unten nach oben oder von oben nach unten abfahrt. Der Wild Atlantic Way ist eine Route, von der man sich ein kürzeres oder auch mal längeres Stück vornimmt und dann auch mal schaut, was es rechts und links so zu sehen gibt. An vielen Stellen gibt es deswegen auch Hinweise auf Abstecher. And in a lot of the routes, you know, there are options to go, you know, the faster route or the slower route and the more scenic route. It's really well signposted throughout the Wild Atlantic Way. Everywhere you go, you see Wild Atlantic Way north and south. And then the spurs off it to our discovery points and our signature discovery points. So this absolutely, I think it has been one of the key successes, is the really strong branding along the route. Nee, verfahren kann man sich wirklich nicht auf dem Wild Atlantic Way. Alle paar hundert Meter sieht man das Logo der Strecke, ein wasserblaues Zeichen, das wie ein W für Way aussieht. Oder auch
wie eine Welle oder auch wie der Dreizack eines Meeresgottes oder wie ein Dachsparren. So the logo is the chevron. To some people they will see the wild Atlantic waves within it. Other people will see the wild landscape in the chevron. And then obviously the WAW, the Wild Atlantic Way, is in there as well. So it's many things. So you left that open for the imagination of absolutely. The traveling people. Well, absolutely. That's what people, the feedback we get. Yeah. Along the route, there are 3,850 signs in total along the 250,000-kilometre stretch. That is 950 junctions that you're going to see this branding along the Wild Atlantic Way route, so you really can't miss it. 3,850 Wegzeichen. Da muss man wirklich keine Bedenken haben, dass man irgendwo am Wild Atlantic Way den Wild Atlantic Way aus den Augen verliert. Auf so einer langen Strecke gibt es natürlich unglaublich viel zu sehen und zu erleben. Deswegen zähle ich jetzt hier auch keine 117 Orte und Sehenswürdigkeiten auf. Das würde viel zu viel. Es ist sowieso ganz bestimmt so, dass ihr eure Lieblingsstellen am Wild Atlantic Way ganz von selbst finden werdet. Und wahrscheinlich passiert das dann auch eher zufällig, weil ihr zum Beispiel aussteigt, um eine Herde Schafe zu fotografieren, irgendwo bei Doolin oder bei Ballycastle, und weil ihr dann einen kleinen Trampelpfad entdeckt und weil das Wetter so wunderbar ist, lasst ihr das Auto einfach mal stehen und lauft diesen Pfad entlang, der hinaufführt in die Hügel. Und je höher ihr kommt, desto schöner wird die Aussicht hinunter aufs Meer. Und am allerschönsten ist sie natürlich von ganz oben, von diesem alten Steinkreis, der da steht, dessen Felsblöcke dort oben auf der Wiese hocken. Und ihr hockt euch einfach dazu und seht den Krähen zu, die über den Hügeln Fangen spielen. Und ihr denkt daran, wie hier schon vor 3000 oder 4000 Jahren Leute gesessen und auf das gleiche Meer geschaut haben. Und möglicherweise ahnt ihr in diesem Moment schon, dass das hier einer eurer Lieblingsplätze am Wild Atlantic Way werden wird. Genauso wie schon der Pub in Trolley gestern Abend oder der Blick auf Skellig Michael, auf diese sagenumwobene Insel, die einige vielleicht ja aus Star Wars schon kennen und die von der Küste aussieht wie die Rückenflosse eines gigantischen Hais, der knapp unter der Oberfläche des Wassers durch den Atlantik zieht. Wenn ihr bei den Lieblingsplätzen ein paar Anregungen haben möchtet, es gibt über den kompletten Wild Atlantic Way verteilt 180 Discovery Points. Das sind die schönsten Orte an der Strecke, Margaret hat die eben auch schon kurz erwähnt. Und dann gibt es zusätzlich noch 15 sogenannte Signature Discovery Points. Das sind Punkte, an denen man auf jeden Fall vorbeischauen sollte. We have 15 signature discovery points, so these are at unmissable destinations. These are what are we call our iconic destinations, our hero products. So you'll see one on the cliffs of Moher, Derry Gimla in Connemara, which is a crash landing site of the first international flight from Newfoundland to Clifton, and again, beautiful scenery. And a lovely little experience there to navigate you along that route. These are the 15 highlights of the route, and they're there to entice the visitor to come and explore that area. And not only the signature discovery point itself, but part of what's evolved on the Wild Atlantic Way is getting the visitor, as I said, to stay longer and explore the region of that area more. And a lot of the businesses along the route will have told us that it's obviously a lot more new businesses, but it has strengthened the possibility of them to lengthen the season. So at this beginning, where there was no Wild Atlantic Way, you were looking at a short of a 4 to 6 week season in some places. Mm-hmm. Now very much, you know, it's such a popular destination that can be as long as
as March to, we're in Galway City here at the moment, where it's an exceptionally long season. And now we're looking at promoting the Wild Atlantic Way in the winter. And again, it is the Wild Atlantic Way. So sometimes when it's stormy out there, it's the best time to see the ocean. Oh ja, es heißt ja immer, es gäbe eigentlich kein schlechtes Wetter, sondern bloß unpassende Kleidung. Und es ist natürlich ein tolles Erlebnis, wenn man mal im Sturm irgendwo an der Westküste zu Fuß über einen Strand läuft und die Wellen klatschen auf den Sand und die Gischt fliegt einem ins Gesicht, beziehungsweise bei mir auf die Brillengläser, und man hört den Wind über dem Meer fauchen und das Wasser rumoren, also das kann schon ein wunderbares Erlebnis sein. Und ganz besonders dann, wenn man weiß, dass es ein paar hundert Meter die Küste runter einen historischen Pub gibt, in dem das Kaminfeuer wahrscheinlich längst angezündet ist und der Irish Coffee schon auf einen wartet. Und wo wir gerade bei Lieblingsplätzen am Wild Atlantic Way sind, Margaret hat dann auch von denen erzählt. I'm a Galway girl, so I absolutely adore Galway City. It's a midway point on the Wild Atlantic Way. A beautiful coastal city, the only city on the Wild Atlantic Way. But it's a great place as well to explore all that the Wild Atlantic Way has to offer. Out on the coast, you'll be able to see it on a bright, clear day. We have the Aran Islands. North of us is Connemara, beautiful landscapes. And south of us, the Burren and the Cliffs of Moher. We're known here for our amazing nighttime economy. You don't have to walk too far to find some trad music. Fantastic gastronomy. Nighttime economy. That's a, oh yeah, it's a great way of saying that there's great crack in the pubs here in Galway. Great live music, trad music, dancing. You know, the locals would say that we are the capital of festivals as well. There's always something happening in Galway. It's got a great vibe, a great magic. Das ist wirklich eine super Stadt. Wenn ihr noch nie in Galway wart, könnt ihr mal überlegen, ob ihr eure erste Tour am Wild Atlantic Way möglicherweise hier startet und dann von Galway aus entweder nach Süden aufbrecht oder nach Norden. Übrigens müsst ihr nicht unbedingt mit dem Auto und dem Camper unterwegs sein. Do we have people on bikes on the Atlantic Way as well? More and more. And we talked about new businesses cropping up. This is something that, you know, has been hugely successful along the route. We've got more and more greenways extending along the route. In Galway City here, there's a new electric bike company. It's a great way to see a destination in a shorter space of time. Und die Landschaften, durch die man dann radelt, und die Locals, die man dabei immer wieder kennenlernt, die sind so sensationell, dass selbst der Extremsportler Jonas Deichmann, der schon ganze Kontinente mit dem Rad durchquert hat, dass der neulich sinngemäß hier im Podcast gesagt hat, er könne sich nicht daran erinnern, jemals so eine fantastische Fahrradtour gemacht zu haben wie die auf dem Wild Atlantic Way und auch nicht jemals so sympathische Menschen kennengelernt zu haben. Die Greenways, die Margaret da gerade eben erwähnt hat, das sind spezielle autofreie Strecken für Fußgänger und für Radfahrer. Von denen gibt es einige an der Westküste und es kommen auch immer mehr dazu. Also dieses Netzwerk wird weiter ausgebaut. Da gibt es den Limerick Greenway oder den Great Western Greenway bei Westport. Das sind wunderschöne Strecken, die auch alle für Anfänger geeignet sind. Und auch neue Wanderstrecken kommen übrigens immer wieder dazu. Und auf einer ganz neuen kann man, neuerdings, sogar mit sehr ungewöhnlichen Begleitern unterwegs sein. One of my favorite places on the Wild Atlantic Way is the Burren. We've created a new trail there called the Burren Discovery Trail. Mm-hmm. And there are over 33 things to see and do in terms of active tourism businesses on this trail. And one of them is called the Burren Nature Sanctuary. And within this, a pig walk. So you can bring a little pig out for a walk. He'll be your tour guide. He knows the route around, and Mary from the Burren Nature Sanctuary, one of her guides, and the pig will walk you around it. I did it last week,
I have to say, I haven't had that much fun in a very long time. Das kann ich mir gut vorstellen. Wandern mit einem kleinen Schwein, das auch noch den Weg kennt, das ist bestimmt saukomisch. Der Westen der Insel ist ja nach wie vor sehr landwirtschaftlich geprägt und viele Besucher lieben das. Some of the things that we would take for granted on the Wild Atlantic Way, such as farming, which was, you know, the main industry here and a way of life, lots of shepherds along the Wild Atlantic Way have diversified. Farm diversification has been a huge element in tourism. And to some people who live here in the rural landscapes, they can't believe that visitors are coming here to look at sheep. But we now have attractions that focus on sheepdog trials, where farmers will go out and demonstrate how the sheepdogs will rally the sheep. And it is quite entertaining for someone who hasn't grown up on a farm. It's an amazing experience. And obviously you'll get to pet the sheep and the beautiful lambs and maybe even sometimes feed them. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das irgendwo am Wild Atlantic Way anzuschauen, dann macht das unbedingt. Zu sehen, wie 2-3 Hunde losflitzen und auf Pfeifsignale ihrer Besitzer hunderte Schafe zusammentreiben und dann von einer Weide auf die andere buxieren, das ist herrlich zu sehen. Und das ist, ganz nebenbei bemerkt, so irisch, wie es nur geht auf der grünen Insel. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Alle Infos zur heutigen Folge stehen natürlich wie immer in den Shownotes und alle Folgen von Irisch Gut stehen überall dort zum Download bereit, wo man gute Podcasts findet und natürlich auch auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland. Und die nächste Folge kommt ja dann auch schon wieder demnächst. Cheers!